Ihr habt bei den Aufgaben ein paar Nullen ergänzt und jetzt haben wir auf jeden Fall den Zustand erreicht, dass die Ziffernfolgen alle stimmen und wir jetzt nur noch das Komma zu setzen brauchen. Wir schauen uns die erste Aufgabe an. Die Dezimalzahl hat eine Nachkommastelle, also muss auch das Ergebnis eine Nachkommastelle haben. Heißt also, das Komma muss nach der 6 gesetzt werden, wir kommen raus bei 306,0. Auch hier haben wir eine Nachkommastelle, also muss auch das Ergebnis eine Nachkommastelle haben. Hier hat die Dezimalzahl zwei Nachkommastellen, also hat auch das Ergebnis zwei Nachkommastellen. Die Dezimalzahl der Aufgabe hat eine Nachkommastelle, das Ergebnis hat eine Nachkommastelle. Die Zahl hat zwei Nachkommastellen, also muss auch hier zwei Nachkommastellen da sein. Die Dezimalzahl der Aufgabe hat vier Nachkommastellen, also hat das auch das Ergebnis. Die Dezimalzahl hat zwei Nachkommastellen, also auch das Ergebnis. Und die Dezimalzahl hat vier Nachkommastellen, also auch das Ergebnis. Und damit das funktioniert, müssen wir hier vorne sogar noch ein 0 reinsetzen und kommen dann bei 0,0156 raus.